Willkommen zu den Nerdstar News. Ich bin Marci und habe folgende Themen für euch mitgebracht. Daredevil Staffel 3, da gibt es einiges Neues zu erzählen. PUBG erhält doch keinen Singleplayer und wir wissen, dass Deathstroke einen Solofilm erhalten wird. Oha, es gibt Neuigkeiten zu Marvels Daredevil Staffel 3. Zunächst einmal wird ein bekannter Bösewicht zurückkehren. Der Schauspieler von Kingpin, aka Wilson Fisk, hat offiziell bestätigt, dass er in der dritten Staffel zu sehen sein wird. Außerdem gibt es jetzt schon das dritte Mal einen neuen Showrunner für die Serie. Fortan lenkt Eric Olsen als kreativer Kopf und Autor die kommenden Folgen. Er war unter anderem schon für Arrow und The Man in the High Castle tätig. Vor einigen Wochen haben die Macher hinter dem Erfolgshit PUBG über einen Singleplayer nachgedacht. Das wurde nun leider abgesagt. Dafür soll es Ende des nächsten Jahres ein Crossplay zwischen PC und Xbox One Spieler geben. Es stand nicht gut um den beliebten Schurken aus dem Batman-Universum. Nachdem Deathstroke in Justice League der Schere zu Opfer fiel und die zentrale Rolle des Bösewichten in dem kommenden Batman-Film an jemand anderen vergeben wurde, gibt es nun endlich Hoffnung. Deathstroke bekommt seinen eigenen Solo-Film. Die Regie wird dabei Gareth Evans umsetzen, der schon für Raid und Raid 2 verantwortlich war. Das war's von mir und das war's von den Nerdstar News. Wollt ihr mehr erfahren, dann geht schleunigst auf nerdstar.de. Wollt ihr was sehen, dann schaltet heute Abend ein. Ab nerdstar.tv, 19 Uhr, gibt's Dinge im Internetfernsehen. Das wird sehr lustig. Wir spielen Brettspiele. Diese da zum Beispiel. Das wird gut.